Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag, ein ganz normaler Sonntag mit uns und wir gehen heute einkaufen, aber wir gehen heute mal woanders hin und zwar zu Costco. Schon lange nervt mich Cora immer, lass uns doch mal zu Costco und so. Da braucht man aber eine Membership, so eine Mitgliedschaft und Costco, das ist also wie in Deutschland Metro. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Metro nur in Berlin das gibt oder überall in Deutschland, aber in Deutschland ist ja der Unterschied, dass man da nur hin kann, wenn man selber ein Geschäft hat. Ne? Das ist ja für die Großhändler und so. Wie hat sich das ja verändert? Nee, bestimmt nicht. Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren sagen. Darf da jeder hingehen zur Metro oder nicht? Hier kann jeder zu Costco, aber du brauchst eben eine Membership. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder 60-Dollar-Variante, und das haben wir jetzt gemacht. Also 60 Dollar pro Jahr. Oder 120 Dollar pro Jahr und der Unterschied ist dann, da kriegt man irgendein Punktesystem, wenn man die für 120 Dollar hat. Ja, jedenfalls gehen wir dann jetzt mal einkaufen und Koray freut sich, dass er endlich mal zu Costco darf. Und ich weiß auch schon, es ist wirklich so, ständig fragen wir irgendwie so, also zum Beispiel letztens war ich irgendwo und da habe ich einen Schokoladenkuchen nach Hause gebracht. Und Koray so, wo ist der Schokoladenkuchen her? Und da hat er meine Freundin extra angeschrieben, wo der Schokoladenkuchen her ist. Und sie so, Costco. Ständig hört man immer nur auf jeder Party, das ist von Costco. Ach, das Huhn ist von Costco. Alles ist immer von Costco. Alle gehen immer zu Costco. Also jetzt werden wir das auch mal ausprobieren. Sind wir wollen jetzt wirklich 60 Dollar im Jahr. Also, come on. Ja. Und vielleicht gibt es da ja auch im Fernseher. Ja, ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, zu Costco zu gehen. Die haben auch ihre eigene Tankstelle da. Jetzt sind wir ja Mitglieder, jetzt können wir mal gucken, vielleicht sind die noch günstiger, dann können wir immer hier tanken. War jetzt nicht weit weg, oder? Also vielleicht 12 Minuten, 15 Minuten? Ach, nicht mal. So, 10 ungefähr. Minuten höchstens. Aber die wollen hier garantiert, die biegen hier links ab und diese Straße führt, glaube ich, nur zu Costco, zu nichts anderem. Also glaube ich, die wollen alle jetzt dahin. Ha, war vielleicht kein guter Tag. Ha, ist doch egal. Ha. Ist auf jeden Fall ganz schön was los. Da musst du nicht mal einen Parkplatz finden. Alter Schwede! Guck dir das mal an! It's packed everywhere. Also hier steppt der Bär. Ich glaube nicht, dass Sonntag ein guter Tag ist, um herzukommen, ehrlich gesagt. Guck dir das an, was hier los ist. Jetzt müssen wir uns erstmal unsere Karte abholen. Guck dir das an. Das ist hier, als wärst du irgendwie im Adventure Park oder so. Hier ist Merchandise Returns. So unglaublich. Ich fühle mich wie in Disneyland. Was ist denn hier los? Und das, obwohl sie gerade das verändert haben, dass man nicht mehr rein kann ohne Membership-Karte. Guck mal, jetzt muss ein Foto gemacht werden. Mugshot. Und hier essen Leute, glaube ich, ne? Die essen da die Hot Dogs. Guck dir das an. Das ist wie Disneyland. Ich nehme hier einfach so einen Scooter, dann habe ich mehr Platz. So, jetzt dürfen wir rein. Koray holt einen Wagen. Ich kann nicht fassen, was hier los ist. Es fängt gleich an hier mit Fernseher, gleich am Eingang. Ist das ein Zeichen? Guck mal hier, was ist das? 86 Inch? Das ist eine komische Größe. 85,6. Das habe ich noch nie gehört. Wie dunkel das aussieht? Für 999. Vielleicht steht er nur in einem dunklen Platz. 65 Inch, 429. Und guck mal hier, das ist wie in der Türkei auf dem Markt. Guck mal, hier eine Hose. Ja, die sind da eigentlich gut. Fühl mal. Die wären gut für dich. Na, Koray, den kriegst du jetzt erstmal aus dem Fernseher. 86, guck mal, die haben. Achso, das ist der gleiche nochmal. 86 Inch hört sich so komisch an, die Größe, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Guck mal, wie dünn der ist. Ja, da musst du aber hier, was die da spielen haben, dieses
dieses Landschaftsding müssen wir dann auch den ganzen Tag laufen lassen. Das fänden die Katzen bestimmt cool. Der geht wahrscheinlich schnell kaputt. Vor allen Dingen musst du doch an der Wand, glaube ich, installieren. Ja. Da drüben gibt es Brillen. Ich habe mal bei Brillenbär gearbeitet. Gibt es bestimmt nicht mehr. Brillenbär in Berlin. Ich meine, jetzt sehe ich einen 70-Inch und das sieht so klein aus. Ach komm, 70-Inch reicht. Der ist wahrscheinlich Schrott und deswegen ist er jetzt auch nicht das an. Das aus. Aber 75 Inch, 400 Aber das ist diese komische Firma Hisense. Da war einer bei Best Buy und der hat 3000 Dollar gekostet. Ja. Tja. 65 Inch, 399. Ich meine jetzt mal ganz hier ist 4K, 799. Guck dir den mal. 75 Inch. 599 Dollar. Ich meine, ja, das ist doch ja echt gut. Günstig, oder? Samsung. Irgendeiner hat gesagt, er findet Samsung doof. Ja, es gibt aber immer jeder Leute, hat immer die so seine. Das schön, das blöd, das schön, das blöd. Und guck mal, denn hier, das passt nicht in unser Auto rein. Ja. Die Kiste. Glaube ich ja, das würde nicht reinpassen. Musst du online bestellen. Echt? Also das hier ist ein guter Preis, das können wir uns mal merken. Meine, Ich sehe denn immer der so, Geburtstag kommt ja bald, ne? Ich sehe ja immer so, qualitativ sehe ich immer nie so richtig große Unterschiede. Julian ist da immer so, oh, siehst du nicht die Pixel und das, aber guck mal. Das ist ja halt gut, wenn man alt wird, dann ist ja, sieht man das nicht mehr so gut. Dann ist auch wurscht. Das ist ja jetzt nicht schlecht, finde ich. Das ist so billig. Guck mal, hier gibt es den Dyson-Föhn für 399. Ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt hier der Dyson billiger ist, aber das ist nur der V10 für 3,99 und wir haben ja den V11 mit allen Extra-Aufsätzen gekauft. Also es verteilt sich ja doch innen drin, ne? Ziemlich gut. Obwohl hier so viele Menschen reingehen, hat man hier eigentlich, also wir gehen hier gerade so Haussachen und so shoppen und man hat eigentlich dann doch Space. Ich habe schon Angst gehabt, dass da bin ich ja schon so ein bisschen, so da habe ich schon ein bisschen Platzangst, wenn es zu viele Menschen sind. Das guck mal, hier sind gerade, ist auch nicht schlecht für so ein Badetaul, 6,99. Mhm. Fühlen die sich gut an? Oh, die sind auch ganz schön dick. Guck mal. Oh ja, das ist wirklich das ist die, guck mal, gute. Groß die auch sind. Wir haben doch auch so große, du Spinner. Die sind richtig gut. Ja, ist richtig cool. Für 6,99 kannst du nicht meckern. Was holst du dir jetzt ein Badetau? Wir müssen das, das muss doch alles farblich passen, Mensch. Wie kommen wir jetzt hier? Guck mal, hier gibt es eine Toilette. 1599? Eine Smart-Toilette. Und hier ist so die Old-Fashioned Classic. Die kostet eine Null weniger. Guck mal, Möbel und so gibt es hier auch. Ist auch ganz cool hier, so wie für eine Outside-Kitchen und so. Sehr schön. Preise. Dieses Gazebo, das ist dieses Ding hier. Das kostet 1.999. Okay, wir fangen jetzt mal an hier mit den Lebensmitteln. Und wir haben uns jetzt hier schon mal Mandarinen geholt. 5 Pound für 6,99. Guck mal, hier ist so ein Spielplatz für ein Backyard. Hier sind so Schaukeln und das kostet 1.199. Ich glaube, die kaufen sich das gerade her. Du weißt, der Sack ist viel größer als der Sack, den wir kaufen, für den gleichen Preis wie sie. Was? Und wir essen, ich esse jeden Tag Kartoffeln. Und welche holen? Hau rein, auf jeden Fall. So, hier sind natürlich die Packungsgrößen immer ganz anders. Aber es hört sich günstig an für die Cocktailtomaten. Und hier sind Cherry-Tomaten, auch so eine Riesenpackung. 7,99. Oder hier gibt es so eine Strauchtomaten, 8,39. Jetzt sind wir hier in so einem Raum. Also es ist wirklich super mega voll. Wir müssen uns einen besseren Tag aussuchen. Also es ist so kalt in diesem Raum. 4,49 Dollar. So viel. Ja.
Die hier sind 4 Dollar irgendwas. Der Laden ist so billig. Aber ich friere gerade mich zu Tode. Also genau dieser Raum, genau wo hier dieser Eingang ist, mit frischen Früchten und Salat, ist extrem kalt. Mega, mega kalt. Was haben wir hier? Weintrauben 6,99 für 3 Pound. So, hier sind Blueberries 5,69 für 18 Ounce. 16 Ounce ist ungefähr 1 Pound, ja, also das ist ein bisschen Pound mehr. Ist auch günstig, weil die sind immer mega teuer. Die habe ich schon seit Monaten nicht gekauft. Brauchen die aber nicht. Achso. Okay, jetzt sind wir im Brotbereich. Das ist bei Cora immer gefährlich. Der steht immer auf Brot. Das ist so sein Ding, oder? Und so Kuchen und so eine Sachen ist immer sein Ding. Was haben wir denn hier? Coffee Cake Muffin. Das kostet 9,99, 12 Stück. Was haben wir hier? Corn Muffin. Da Schokolade. Das ist vielleicht Blueberries. Ja, hier gibt es 12 Croissants für 5,99. Guck mal, rate mal, was es kostet. 4,99. 5,99, 12 Stück. Das ist ganz schön günstig. Ja. Aber dann isst man die auch. Und du, die sehen so lecker aus, aber guck mal. 310 Kalorien. Sieh mit. Das ist eine Menge für Kannst du nur eins essen zum Frühstück. Eins. Ja, die sind eigentlich nicht schlecht. Ja, hier sind die und dann hier sind auch noch. Die sehen ja gut aus. Hier, wenn man die aufbackt, 5,99, 12 Stück auch. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Garlic Parmesan Bread. Das fühlt sich ehrlich gesagt gut an. Hier gibt es 2 Baguette für 5,99. Ja, das ist bei Lidl billiger, ne? Und hier haben wir Kuchen. Guck mal. Tuxedo Chocolate Mousse. Cheesecake. Das ist was für Cora. Also viel Sahne oben drauf. Das sind so Geburtstagskuchen und so, I guess. Ja, Happy Birthday. Nee, das fühlt sich nicht gut an. Ja. Es fühlt sich an wie ein Stein. Es liegt dann wie ein Stein im Magen. Und dafür ist das hier gar nichts. Da ist nur Luft drin. Country, French, das würdest du bestimmt mögen. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, was Coral noch mögen würde? Oh ja. Das hier. Oh. 11,99, das kann ich sagen. Was? Für 4 Stück? Das hört sich jetzt. Nee, für 8. Guck mal, für 2 Packungen. Ja, das ist ganz schön teuer. Aber du kannst auch nur eine nehmen, dann müsste die ja die Hälfte sein. Das ist aber auch ganz schön teuer, finde ich. 6 Dollar. Oh, guck mal, die sehen aber gut aus hier. Almond filled Danish. So Quarktasche heißt Danish hier. Was haben wir hier? Cookies and Cream Mini Cake. Oh, guck mal, da ist die Fleischerei. Da hinten wird es gemacht, frisch. Finde ich ja gut, dass man da so reingucken kann. Ne? Sieht doch alles ganz sauber aus. War ein so ein Packen. 30 Dollar. Und jetzt 51, 52 Dollar. Da gehe ich doch lieber ein Steakhouse essen. Boah, das ist so viel Fleisch hier. Das ist schon fertig gewürzt. Das sind Ribs. 3,49 per Pound. Das hört sich ja auch günstig an. Ja, aber den hast du ja 24 Dollar. 3,99. Ja gut, wir können auch selber würzen, ne? Hier ist Huhn. Oder Turkey. Hier ist Huhn. Das sind die Chicken Thighs hier. Das kostet es 2,99 per Pound. Hier sind ganze Hühner. 2 Stück für 16,11. So, hier ist Huhn ungefähr so 7 Pound für 21,14. Huhn essen wir immer 4. Gibt so fertige Sachen zum Chicken Pot Pie. Was ist das denn? Chicken Alfredo.
Cora steht gerade am Stand und probiert was. Ein Gyro. Mm, that tzatziki is good. So can you buy that tzatziki too? Yeah, it's around the corner. Ja, wenn man halt selber nicht kochen kann, ne, dann holt man das hier, packt das in den Ofen. Das kostet das hier Mac and Cheese $11. Und dann tut man so, als hätte man was homemade gemacht. Nudelsuppe. 3,49. Haben wir hier Garlic Seasoned Party Wing Tray. Ah ja, genau, für eine Party ist es natürlich auch gut. Guck mal, es sieht aus wie gefüllte Paprika hier. $16. Das kann man natürlich auch selber machen, ne? Enchilada Baked with Rotisserie Chicken. Ach, hier ist diese Gyros-Ding, was die uns gerade gegeben hat. Ja, was kostet denn das? $20, oh. Ja, das ist dann alles drin. Guck mal, das Brot, das Gyrosfleisch. Quasi wie so ein Döner DIY-Set. Hier ist so Asian Yakisoba Chicken Stir. Ja, kannst du so tun, als hättest du selber gekocht. Guck mal, hier ist Lachs. Sieht aber lecker aus, die Packung hier. Oder hier. Riesen Käsepack hier. Das ist dieses Zeug, was sie da kocht in der Ecke. Philly Steak. 14,49. Oder hier so eine Salami und so. Prosciutto. Ja, sie hatte da so einen Tzatziki drin, kostet 7,99. Der war sehr lecker, aber wie viel ist da drin? 907 Gramm. Das muss jetzt mal sein. Es ist mir nur halt so voll. Wir müssen auf jeden Fall einen Tag finden, wo es nicht so voll ist. Guck mal hier, so ein Spinach Dip. Das hat ja auch lecker geschmeckt. Das hat jemand mitgebracht? 9,99. Nee, sie hatte das aus dem Restaurant mitgebracht. Hier ist wieder so ein eiskalter Raum. Das ist auch lustig. Also die haben die Milch und so nicht im Fridge, aber quasi in einem Riesen. Oh mein Gott, es ist so kalt hier drin. Wir brauchen auf jeden Fall Eier. Freezening hier. 7,49 für 24 Stück. Bei uns sind ja immer 12, also die Hälfte. Ich brauche auf jeden Fall Eier. Hier gibt es, guck mal, die sind auch cage-free. Behaupten sie. 6,79. Aber braune Eier schmecken immer besser, oder? Oh. Guck mal, hier gibt's European Beer. Germany, France, Poland, Slovakia and Czech Republic. Und was kostet das? 30,59. Für 10 Stück. Hier ist der ganze Biergang. Ich weiß gar nicht, wieso Cora in den Biergang geht. Ach, bestimmt wegen der Cola. Guck mal, wie lustig. Hier, Flaschen. Guck mal, echte Flaschen. Guck mal, Fanta, Sprite, Cola. 33,39. Wie viel sind denn da drin? 24 aber. Sau teuer. Musst du mal jetzt dividen. 33 bei 24. Kostet dich pro Flasche $1,60 oder so. Du hast echte Glasflaschen, das ist cool. Was willst du denn für eine Soda holen? Guinness kostet $33,99. $28,99. Ich kenne mich nicht aus mit Bier. Ich habe keine Ahnung vom Bier. Corona kostet $27,79, 24 Flaschen. Was ist denn hier ein Peanut Butter Cup? Swiss Chocolate, 12,99. Es ist so mega groß hier, da kannst du dich verlaufen. Und den ganzen Tag kannst du eigentlich hier drin verbringen. Was gibt's denn hier? Let's have an immune health.
Schmeckt mir nicht. It's very spicy. It's spicy. No added sugar. I know, but it's good for you. That's spicy. Boah, guck mal hier. Wie viel sind da drin? 18 Burger Patties. 18 für 26,99. Das ist crazy, oder? Ja. Hier gibt es gegen das 15 Stück für 13,49. Johnny Pops kosten 13,49. Oh, guck mal, das sieht ja interessant aus. Der Saft, den wir gerade getrunken haben, ich wette mit dir, da haben sie sich irgendwie vertan. Die Fabrik hat irgendwie was ganz falsch gemacht. Und jetzt tun sie so, oh, ist ganz vitaminreich. Das hat widerlich geschmeckt. Sie hat gesagt, da ist halt kein Zucker drin und so, ne? Es war halt so bitter und spicy was. Hier gibt's noch was zum Ausprobieren. Guck mal. Oat mit Gemüse drin. Nicht, habe ich gerade Oat mit Gemüse gesagt? Oh, ich dachte, ich soll nur in die Richtung filmen. Na, dann try one too. Let's see. Definitely tastes like oats. Ja. Hier gibt es Dim Sum für 15,99. Nee, das ist das da oben, aber 19,99. Ich habe gerade auch diese, diesen Juice probiert, hat so geguckt, so. Wie? Zeig nochmal. Nein, Cora auch nicht gefallen, der davor. Also das Oat-Ding hat dir gefallen, ne? Mit den Berries. Schafe, Eggplant, Parmesan, Aubergine. Wo ist der Preis da? 16,99. Kannst du dieses komische Think-Ding ausprobieren? Ein Proteinbar. Den probiere ich jetzt mal her. Da, den probiere ich mal. Was ist das? Proteinbar. Guck mal hier, jetzt habe ich einen vollen Mund. 6,79 für zwei so eine Barbecue-Sauce. Und jedes ist 2 Pound. Also sind 4 Pound. Das ist nicht schlecht. Oder hier die Steak Sauce, kennt ihr die? Die ist ganz lecker. 10,99 für 1 Pound. Hier ist Reis, 19,89 für 25 Pound. Ja. Ist nur ein bisschen blöd zum, musst du so 80 Cent pro Pound ins Pantry hinstellen und dann so eine Schaufel reinmachen oder so. Spam. Weißt du, was Julian gerade erzählt hat? Du, Coral, dass Taylor das isst. Der kocht sich Reis im Dorm und dann macht er so eine Dose Spam dazu auf. Verstehe ich nicht. Der hat doch ein Dings, Meatman. Guck mal, Vienna Sausage. 11,99 für 18 Dosen. Das berühmte Kraft Mac and Cheese. 18 Boxen für 15,99. Schmeckt wirklich nach gar nichts. Guck mal hier, gibt's Levi's für 36,99, die 505. Hm, Coral? Sieht aus wie in der Türkei oder auf dem türkischen Markt. Was hast du denn mit dem Türkei? Das erinnert mich irgendwie daran. Ist doch eigentlich okay, der Preis, ne? Was kostet so eine Levi's in Deutschland? Guck mal, du bist doch ein Cat-Liebhaber, oder? Ja. Würde dir stehen. Cat. Caterpillar, sag mir gar nichts recht. Vielleicht ist das irgendwie eine... Das ist eine Brand. Wahrscheinlich, aber ist die cool oder nicht cool? Ich habe keine Ahnung. Cool. Ich habe von sowas keine Ahnung. Das Set ist ganz hübsch da hinten. Das, ne? Guck mal die Stühle. Aber es ist echt viel los hier. So, gehen wir mal raus aus dem Bazar. Hier gibt es Manuka Honey für 29,99. So komisch verpackt. Georgia Honey für 14,79. Guck mal, so ein großes Glas. Ach, Coral probiert schon wieder irgendwas. Das habe ich schon gehört, irgendwie so eine Healthy Option of Cereal. Sieht aber nicht healthy aus, ne? Sieht aus wie Fruit Loops. Ja? Mhm. Magic Spoon. Mhm.
keto-friendly aus. So. Da hat er seine Schüssel. Lohne. No, not for me, thank you. He's the sweet tooth. You like it? Mm. Habe ich diese Cereal schmeckt gut, aber die Almondmilch schmeckt mir nicht. Haben sie so versucht, auf gesund zu machen, aber Farbstoffe sind doch da trotzdem drin. Hier gibt es auch Blumen, kosten 9,99. Ist nicht schlecht. Zweimal Nutella mit 950 Gramm each, 14,49. Und daneben, guck mal, haben wir noch dieses Ding hier. Das Spread and Bread Spread and Breadsticks für 15,99. 5,99? Das ist ja geil, voll das, das ist jetzt doppelt so große Glas. Das ist doppelt so? Fast für 10,99, das ist aber gut. Aber es gibt nur eine Sorte, ne? Ja, das Doofe ist, es ist dann offen forever. Hier steht dieses Pepto-Bismol. Bestimmt habt ihr davon auch schon gehört, oder? Wenn man zu viel Fastfood isst und Sodbrennen bekommt, dann trinkt man dieses pinke Zeug. Yuck. Hier gibt es Schmerztabletten. Schau mal, wie viel da drin sind. 290 Stück für 21,49. 290! Hier drin. Da sind 500 in jeder Packung. 7,99? Oh, das ist aber billig. Okay, das ist auch super. Pantene, das Shampoo. 1 Liter für 10,99. Hier ist der Conditioner. Auch 1 Liter, 10,99. Das ist super. Und hier ist Head & Shoulders, auch 1 Liter, kostet 10,49. Und hier gibt es das Haarwuchsmittel Minoxidil für 49,99. Okay, es ist so voll. Puh, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ja, hier steppt wirklich der Bär. Guck mal, da sind die ganzen Fastfood. Was? Guck mal, da gibt es einen Hotdog für 1,50. Das sind ja Preise wie vor der Inflation. Mit Getränk. Eine 20-Ounce Soda with Refill. Aber es war wie ein Adventure, oder? Guck mal, was die Leute alle einkaufen hier. Hier nur Wasser und Klopapier. Guck mal, die Regale sind bis oben hin voll. So, jetzt muss bezahlt werden hier. Haben wir viel Chicken? Fühlst du mich jetzt wie hier an? Ja. So, was lustig ist, die packen das zurück in den Wagen rein. Wir müssen nichts machen, wir stehen nur hier. Sending. Aber es ist was los hier, es ist unglaublich. Guckt es an und da sitzen die und essen. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stressig, da jetzt zu sitzen und zu essen. Guck mal, sie hat sich ein Sofa gekauft. Da muss aber ein Truck draußen stehen haben. Guck dir das an. Unglaublich, was hier los ist. Cora ist übrigens nochmal zurückgerannt, weil da war Buy One, Get One Free von diesen Dingern hier. Und da holt er sich jetzt noch eins. Go Dogs. Go Dags. Hast du gesehen? Ja, weil immer Pünktchen auf alle. Cora, ey. Was ist denn, der spinnt doch. Also sonntags rate ich euch nicht, zu Costco zu gehen. Es war wirklich zu voll und zu laut. Ich muss jetzt erstmal mich auf dem Sofa von Lilly massieren lassen. Guck mal, die stehen hier jetzt alle an, um zu tanken, um bei Costco zu tanken. Was wir jetzt auch machen könnten, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf.
jetzt filmen wir noch die Preise und dann vergleichen wir mal, was die Benzinpreise bei uns da kosten. Ich sehe komischerweise keine Preise. Da. Achso, da. 2,96, aber ich weiß nicht, was Diesel ist. Oh, zu Hause, endlich ruhig. Oh, es war irgendwie laut und anstrengend, oder? So, was haben wir denn gekauft? Ein paar andere Sachen mal hier. Chicken, Meatballs, Teriyaki und Pineapple. Ananas. Hört sich lecker an. Dann haben wir Eier. Dann hier, oh mein Gott, da müssen wir aber ganz schön viel Salat essen. Das ist ja günstig, aber schaffen wir überhaupt so viel zu essen? Müssen wir halt mehr essen. Mehr Salat essen. Dann haben wir den Tzatziki, den haben wir ja schon da probiert. Der war sehr, sehr lecker. Der war so dick. Ne? Ja, war sehr cremig. Mandarine, Blueberries, dann haben wir hier die Dinger. Da ist Cora nochmal extra zurückgegangen, weil wir nicht wussten, da ist buy one, get one free. Dann haben wir hier einen Riesensack Kartoffeln. Das war super günstig, ne? Das sind 4,5 Kilo, 5,99. Sieht das lecker aus. Die kannst du mir gleich mal in den Mund stecken. Wow. Gyro Slices, also das war genau, was die Frau gemacht hatte, ne? Das mit dem Tzatziki und so hat sie Cora auch bekommen. Der hat es dann auch gleich gekauft. Oh, schmeckt lecker. Dann, dann haben wir... Lecker. Also ich habe die gekauft, Cora hat die gekauft. Meine werden gewinnen, das sage ich dir. Deine sehen so aus, als wären die nicht richtig süß. Meine haben schon gewonnen. Die Mandarinen sehen sehr gut. Dann haben wir hier Huhn. Das ist total viel. Das ist so schwer. 9 Pound ist das, oder? Cora? 9 Pound. 29,60. Also wir zahlen für 3 Pounds bei Lidl oder Walmart ungefähr 12 Dollar für 3 Pounds. So, das ist jetzt dreimal so viel. Also bis bei 36 Dollar versus... Das müssen wir irgendwie, da ist auch so eine Schere hier, das müssen wir, glaube ich, vorher klein schneiden und dann in den Freezer. Dann haben wir Weintrauben, eine Riesenpackung Champignons, Äpfel, Crunchy Munchies. Oh, wie süß. Komisch, Brokkoli war da nur so erhältlich. Nur so kleine Dinger schon. Hier sind die Mandarinen, die sind schon sehr gut. Und dann haben wir hier mal neues Katzenfutter. Guck mal, die sieht ein bisschen aus wie Lilly. Lilly! Ja! Hallo! Süße! Das werden wir mal ausprobieren, weil das ist günstiger. Das, was wir sonst kaufen, bei uns sind immer nur, ich glaube, 32 Dosen drin. Und hier sind 48 Dosen drin zum gleichen Preis. So, und was haben wir bezahlt? 187,89. Ich habe aber noch was gekauft. Ich habe nämlich diese Eingangsmatte hier gekauft, weil nämlich bei mir da so ein Stück abgebrochen ist. Und die ist so groß und sieht richtig gute Qualität. Also richtig, richtig stabile, gute Qualität. Und das Ding war 9,99 Dollar. Bei Cora gibt es jetzt gleich schon das Gyro, der haut rein. Julian ist nämlich auch zu Hause heute und die werden das jetzt essen. Mir hat das Gyro-Fleisch nicht so gut geschmeckt, aber der Tzatziki schon. Ich finde, es war nicht genug angebraten, aber der Geschmack war da. Okay. Das habe ich gekauft. Ja. Der Tzatziki hier, der ist ja... Oh, der riecht so lecker. Mm. Und da kommt jetzt auch der andere Große. Der andere Große? Hat Hunger. Und... Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich muss aber sagen, was Cora hier macht, sieht besser aus noch, ne? Als die Frau bei Costco. Ja, das sieht aber anständig aus. Ja. Das sieht aber lecker aus. Und French Fries hat er faul schnell in der Pfanne angebraten. Faul. Ich habe die klein geschnitten, gewürzt und alles Mögliche. Du hast doch nichts geschnitten. Lügner.